Yo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal eine ganz andere Idee und zwar, ich öffne heute mal 30 Supreme Kisten, die mir gesponsert worden sind. Also das heißt, Leute haben die für mich gekauft und ich mache die jetzt auf. So, wer aber noch nicht Abonnent ist und oder frisch dazugekommen ist, bitte aktiviert doch die Glocke und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sind jetzt auf Little Evil angelangt. Hinten ist noch Rommel. Aber wir öffnen jetzt auf Citadel Evil, weil hier nur 10 Leute online sind, öffne ich hier 30 Kisten. Und das heißt, wieso ich das auf Citadel Evil aufmache, das ist ganz ein cooler Grund, weil die ganzen Leute, die mich haten und alles, dem mag ich das nicht gönnen. Die ganzen 5K-Blöcke und so. Das sind die leiden halt, meine Abonnenten leiden halt drunter, wegen den Hatern. Dann öffne ich die lieber jetzt ein bisschen alleine hier und niemand weiß das. So, wir machen jetzt mal ein paar Kisten auf und ich hoffe einfach, dass da was Gutes rauskommt. Wie ihr gesehen habt, 30 Supreme Kisten. Schon mal ein Clan-Mitglied drin, das ist sehr gut. Natürlich, die 5K-Blöcke sind natürlich auch ganz gut. Aber es ist immer so. Also, wenn ihr wisst, wie viele Kisten ich schon aufgemacht habe, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie viele Kisten schon von mir sicher geöffnet worden sind. Könnt ihr einfach ein bisschen raten, wie viele Kisten das sicher etwa waren. Ich habe das so ein bisschen im Kopf, wie viele es sind. Und wer nicht richtig nah dran ist, was ich im Kopf habe, der kriegt einfach so ein signiertes Drachenei von mir. Einfach der im Kommentar der nächste ist, also mit den Supreme Kisten, dem gebe ich ein signiertes Drachenei. Nicht 10 oder 11 Kommentare schreiben, einer. So. Taschentuch. Nee, das Kontoauszug, das ist auch. Das habe ich massenweise. Das Zeug, das braucht man fast nie. Ja? Ich hoffe, der Preis geht ein bisschen hoch bei denen. Dann hoffe ich, kann man ein bisschen Geld rausholen. Ne? Aber so Hologramme und so, das geht gar nicht. Ich habe 87 Hologramme. Ich setze doch niemals so viele. So. Ist halt nur Müll drin. Ne? So Köpfe und das ist gar nichts für mich. Ja. So, ja. Weiß auch nicht. Ja. Was findet ihr das Beste in den Supreme Kisten? Also Spawn Gas Gutschein kann jetzt schon mal drin sein. Ne? Das ich bin jetzt schon so lange am Fieber, ne? Der sollte schon mal drin sein. 1K ist drin. Ja moin, für alle 200, das ist auch gut. Für 11 Spieler 200. Ist besser, ja, weil die Leute kennen, ja, Rommel. Ne, die Leute kenne ich gar nicht. Und wie man sieht im Chat, die spenden noch nicht zurück, aber ist mir egal. So, wieder nur Müll drin. Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt, die ganzen Supreme-Kisten. Ich habe zwar wieder 2 zurückbekommen, aber ich weiß echt nicht, ob sie die noch lohnen. Ne? Ich habe schon so viel Verlust gemacht, glaube ich. Das hat mir eigentlich nur in-game weitergeholfen. Ne? Sind wir wieder bei 25. Ich glaube, das Video zieht sich heute sicher auf 15 Minuten lang. Ne? Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf, da immer zuzuschauen. Ne? 5K Money Drop. Darf mal ein bisschen eine andere Idee. Dass ich nicht immer nur einen Livestream mache oder Tutorials, da kann ich einfach mal ein bisschen Kisten aufmachen. Und kann da auch was verlosen von hier. Ist besser als ein Drachenei. Also wer... Ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich Kisten aufmache, wie viele Kisten ich schon auf Griefer Games aufgemacht habe. Ist einfach mal so eine Theorie. Könnt ihr einfach einen Kommentar dazu schreiben und dann verlose ich irgendetwas von der EC. Also nicht von der EC, von dem Infir. Wir schauen dann, ne? Einfach der am nächsten ist, der bekommt dann irgendein Item seiner Wahl. Nicht seiner Wahl, meiner Wahl. So, schon 200 für alle, ja, die werden noch reich wegen mir. Noch 22 Kisten. Schaut, das ist wieder nur Müll drin. Das Speedy-Kopf habe ich sicher schon 12 Mal oder so noch. Und den habe ich auch verschenkt und alles. Ja, das ist schon ein bisschen besser, weiße Farbe. Ja, 5K, ja moin, einfach so ein 5K Money Drop. Aber niemand sagt Danke oder irgendetwas, das sind, entweder sind alle AFK oder ja. Ja moin, einfach gar nichts, ja? Wenn man so im Chat, ja? Eieiei. Soll ich da weiter aufmachen oder nicht?
So, also das ist ja nicht mal ein Danke und nix. Ja. Noch eine Kiste und dann ändere ich Sittable. Und die ganzen Leute, die auch zuschauen, ne? Ja, schon wieder mein Kopf. Ja, moin, zweimal. Und die ganzen Leute, die jetzt Abonnent sind oder so, ich hoffe, ihr seid kein Abonnent. So, das ist ja wohl ehrenlos. Ne? So, wie viel habe ich noch? Noch 19, aber. So, ich gehe weg von da. Wir gehen auf Nature, Extreme oder CB17. Ne, 17 auch nicht. Ich gehe, glaube ich, auf. Ich gehe mal 19 schauen. Was da los ist. 40 Leute. Wer ist denn hier? Kenne ich ein paar? Oh, ne. Ne, kenne ich niemanden. Mal schauen, ob die Freude haben. 5k Money Drop. Auf den anderen CBs werde ich auch immer gegrüßt, aber so. Auf denen, die ich nie bin, na, die grüßen mich dann nie. Ja. Die kennen mich ja gar nicht. Ja, moin, Supreme und die könnte ich auch, die 50 Booster. Achtung. Ja! Wow! Ja, moin, das ist richtig nice. Ja. Jetzt habe ich wieder 50. Ich habe das schon so oft gezogen, die 50 Booster. Ja. Das ist so krass. Es ist schon wieder 50 Booster drin. Also, wenn ich die jetzt noch ziehe, ja, dann. Ja, moin, ich habe schon wieder 50 Booster gezogen. Ich habe in zwei Supreme-Kisten 100 Booster gezogen. Ja, moin. Abgehört, du machst Verlust ab mir, ja, wenn du das Video siehst. Alter, das hatte ich jetzt noch nie. Ja. Zweimal nacheinander 50 Booster. Ey, das ist ja. Oh. Und Money Drop von 50. Ja, da bedankt sich schon der Esse. Das ist halt. Ja. Das ist nett. Zahnpferd auch danke, da payen sie schon zurück, siehst du? Ja, das ist nett. Ja. Hier verbleibe ich ja. So, jetzt hoffen wir einfach noch ein Spawn GS, ja. Wenn das noch drin wäre, Alter, ich würde so durchdrehen. Ja. Das ist doch. Oh, wenn das jetzt drin ist, ey. Komm! Nein! Oh Mann! Oh, ein blöder Kopf und. Ah, die Clanfarbe. Die ist ultra selten, ne? Wenn ihr wisst, also wenn man hier Rechtsklick drauf macht, das sind die seltensten Item hier oben. Ich weiß nicht, ob ich hier noch aufmachen soll, ne? Ich hatte jetzt zwar Glück, aber ich glaube, jetzt holt mich das Pech ein, ne? Achtung, mal schauen. Weiße Farbe wäre auch nice. Und schon wieder mein Kopf, dreimal mein Kopf, ey, das gibt's ja nicht. Also die Ausbeute ist ja. Ja, eigentlich schon gut. 5k Money Drop. Speedy hat heute kein Glück. Ja, moin. Ich hoffe, du schaust gerade das Video an. Ne? 5k Money Drop ist da wieder drin. Kein Glück, ich hatte zweimal 50 Booster drin. Ah, sowas geht halt gar nicht ab. Buggy Stone Monster Egg. Ah, das. Ja. Naja. Ja, Lord Varus Angel, ja, moin. Ja, das. Die ist ja richtig im Wert gestiegen, ja. Vor 3 Wochen oder so war die, glaube ich, noch irgendwie 2k und das wollte sie niemand kaufen, ne? Aber mittlerweile wollen die plötzlich alle kaufen, ne? Also ich glaube, der Hype ist auch ein bisschen wieder zu Ende. Aber ich bewahre die noch ein bisschen auf, ja. Ja, moin. Ich habe schon 800 gewonnen, ne? So. Die letzten 8 Kisten. Ja, und da payen sie immer schön zurück. Das ist sehr nett. Alter, schon wieder ein Stone Monster Egg. Ich glaube, die letzten 5 Kisten gehe ich woanders öffnen. Mal schauen, mal schauen. Ah ja, schon erwähnt. Enderman Glück 1. Schon erwähnt. Also, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, bitte abonniert doch den oder sagt es ein bisschen den Freunden oder so, dass der Kanal ein bisschen größere Reichweite bekommt. Weil in letzter Zeit kamen nicht so viele Abonnenten dazu. Ist mir eigentlich nicht so. Also ich finde das nicht so schlimm. Aber es wäre natürlich auch schöner, wenn man da ein bisschen Abos kriegt und man auch für die Arbeit so gesagt ein bisschen belohnt wird. Nur mal so. Aber ich habe ja meine treuen Fans, das finde ich auch sehr cool. So.
Wie viele Kisten? Sechs noch. Oh. Die sind einfach viel zu schnell weg, ja? Diese 30 Kisten. Das, was man nur. Soll ich noch hier aufmachen oder nicht? Jetzt hatte ich. Ich gehe mal auf einen anderen Sit über, ne? Ich gehe einfach mal auf Extreme. Oder Nature? Extreme? Nature? Ich gehe auf Extreme. So. Achtung, 50 Sekunden, 15 Sekunden warten. Was? Das ist die Ausbeute heute, ja? Also ich würde sagen, ich verschenke ein Glück Enderman Egg für den, der am nächsten ist in den Kommentaren. Ne? Nach 5. Force Field Flag habe ich. Es wird mir natürlich die Kisten. Dann habe ich lieber so eine Force Field Flag, die ich schon habe. Dann bekomme ich halt noch Kisten zurück oder so einen Randeffekt. Aber nicht so blöde Köpfe, ey. Wieder nur Müll drin. Ah, komm auf das Glas, auf das Glas. Ja moin, Glas. Zwei Supreme-Kisten. Es ist alles besser. Nur, das ist jetzt wieder nur Müll drin. Ne? Dann. Ist auch nicht, ja. Und wieder nur Müll. Das ist das Beste, ist das Mob-Token. Ja, und ich bekomme schon wieder Kopf, das, ey. So. Mal schauen, mal schauen. Ja, Kontoauszug, ja. Ich zeig dann nachher schnell meine Kiste, was ich damit. Ey, wieder. Das Höchstwert hier drin hat 2k. Ja, Mob-Token, ja moin, das hat 5k. Letzte Kiste hier oder woanders? Ich schaue einfach schnell im Portal. Hüpft da ein bisschen rum. Ich gehe auf Citadel 12, weil ich da letztens den Spawner gewonnen habe. So. Ich mal schauen, ob mich jemand kennt oder nicht. Wer ist denn da? The Tree Clan. Alter, wegen einer Kiste 15 Sekunden. So. Letzte Kiste. Achtung. Ja, moin, nur direkt drin. Ah, oh, ne, weißer Prefix ist drin. Bitte, bitte. Weiter. Weiter. Ah, 50er Drop für alle noch. Ja, moin. Ah, gibt halt Besseres, aber. Ah, nein. Das war's eigentlich. Das ist die Ausbeute von heute. Es ist ziemlich mager, wenn man das so ansieht. Ne? Es ist echt mager. Also, das hier verschenke ich einfach dann, wer am nächsten in den Kommentaren ist. Ne? Aber ich gehe noch auf Citadel 5. Dann kann ich schnell zeigen, was da so rumkommt, wenn man Supreme-Kisten aufmacht. Ein bisschen Werbung für Supreme-Kisten machen. Ne? Und danke noch an die Spieler, die mir die Supreme-Kisten gekauft haben überhaupt. Weil die melden sich ja nicht mal. Die kaufen mir die Kisten und schreiben nicht, zum Beispiel, ich war es oder so. Oder keine Ahnung. Die kaufen die einfach und lassen es so sein. Ne? Ich hoffe, die melden sich da mal. So, also wenn man so ein Supreme-Kisten öffnet, dann sieht das Inf zu Hause so aus. Ja? Ich hoffe dann irgendwann mal bekommt das alles ein bisschen Wert. Ja? Noch ein bisschen Prefixe. Da ist die Müll hier rum. So, das noch. Seht ihr, 25 Taschentücher und auch, und ich habe das Zeug immer wieder vorweg verkauft. Ja? Das ist echt schlimm. Ja? So, jetzt noch. Die Rainbow-Rüstung. Sollte eigentlich alles, oder? Yes. Ich habe glaube in der EC habe ich doch. Ah ne. Wo habe ich denn das Zeug hingetan? Ah da. Ich will ein Stack von denen haben. Ne? So, aber Leute, ich verabschiede mich jetzt mal. Ha? Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, wie ich da Supreme-Kisten öffne. Und ich hoffe, man sieht sich dann im nächsten Video wieder. Und tschüss.